Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zu dieser Online-Demo von Empower Content Enablement. Vermutlich schauen Sie dieses Video, weil Sie regelmäßig Dokumente mit Microsoft Office erstellen und dafür auf bestehende Inhalte zurückgreifen wollen, um diese wiederzuverwenden. Und vermutlich sind Sie frustriert von der ewigen Suche nach diesen Inhalten in dem Dokumentenchaos Ihres Unternehmens auf Netzlaufwerken, SharePoints, Microsoft Teams-Kanälen und Co. Woher kommt das Datenchaos auf solchen Speicherorten? Das kommt daher, dass es viele verschiedene Versionen von Dokumenten an verschiedenen Speicherorten gibt und dass das Aktuellhalten und Pflegen aller Inhalte äußerst aufwendig und entsprechend kostspielig wäre. Deshalb macht es keiner. Und weil es keiner macht, bleiben Inhalte einfach dort liegen, wo sie ursprünglich abgespeichert wurden, veralten dort, verstopfen die Speicherorte und erzeugen das besagte Chaos. Bei der täglichen Arbeit passiert Dokumentenerstellern dann regelmäßig Folgendes. Stellen Sie sich vor, Sie müssen eine wichtige PowerPoint-Präsentation für einen Geschäftspartner erstellen und dafür sollten Sie besser ausschließlich korrekte und gesicherte Informationen verwenden. Da fällt Ihnen ein, dass Sie vor geraumer Zeit ein paar PowerPoint-Folien erstellt haben, die Sie jetzt auch für dieses Dokument wiederverwenden könnten. Sie begeben sich also auf die Suche, finden aber nichts. Dann fragen Sie Kollegen bzw. Kolleginnen, aber auch die finden nichts. Sie und Ihre Teammitglieder haben an diesem Punkt jetzt schon reichlich Zeit verschwendet, ohne einen Schritt weiter zu sein. Und das Ende vom Lied ist dann meistens, Sie bauen die Folie händisch nach, was bleibt Ihnen sonst noch übrig? Das geht aber meistens nicht einfach so, denn vermutlich werden Sie jetzt nicht alle Zahlen und Fakten auf der Folie auswendig kennen und müssen diese Informationen deshalb beschaffen, um die Folie auch korrekt nachzubauen. Und das kostet dann nochmal Zeit, wenn Sie jetzt nicht gerade Selbstexpertise in dem jeweiligen Thema haben und völlig gestresst nach langem Suchen, Informationen beschaffen und dem Nachbauen von Inhalten sind Sie dann irgendwann fertig und heilfroh, wenn Ihr Geschäftspartner Verständnis für die entstandene Verzögerung hatte. Gegebenenfalls werden Sie jetzt aber auch sagen, na ja, so schlimm ist es jetzt auch wieder nicht, denn oft findet man ja auch, was man sucht. Okay, Seitenwechsel. Gleiche Ausgangslage, Sie suchen die besagten Folien und finden sie auch, die Suchzeit mal unbeachtet gelassen. Warum ist, nur weil Sie einen Inhalt finden, dadurch automatisch sichergestellt, dass der Inhalt wirklich aktuell ist? Wegen der Begründung, das habe ich eben gefunden oder das war halt da? Das ist natürlich keine Begründung dafür, dass die Produktpreise noch passen, die Vertragstexte noch stimmen oder die technischen Daten noch aktuell sind. Und oft sehen wir das dann auch an den Inhalten, die wir finden. Wir finden sie, freuen uns kurz, dass wir Zeit gespart haben und dann kommt die Ernüchterung, weil wir merken, dass der Inhalt eigentlich nicht mehr ganz up-to-date ist. Und sofern Sie jetzt nicht zufällig selbst Expertise in diesem Thema haben, dann bleibt Ihnen, sofern Sie gute Arbeit machen wollen, nur sicher zu gehen und die Informationen auf den gefundenen Folien zu validieren, indem Sie aktuelle Informationen aus sicherer Quelle beschaffen. Und das dauert gerade in Konzernen meistens länger. Kommt Ihnen die Situation bekannt vor? Das Paradoxe ist, dass es egal ist, ob wir gesuchte Inhalte in einem Dokumentenchaos finden oder nicht finden. Wir können uns auf Inhalte, die aus einem solchen Dokumentenchaos stammen, genauso wenig verlassen wie auf einen Inhalt, den wir notgedrungen mit gegebenenfalls ungesicherten Informationen selbst nachbauen. Was bedeutet das jetzt für Ihr Unternehmen? Im Ergebnis erfinden alle User ständig das Rad neu, bauen also nicht gefundene Inhalte mit zu beschaffenden Informationen nach oder aufgefundene Inhalte mit zu beschaffenen Informationen um. Und wegen der langwierigen Suche und Informationsbeschaffung verschwenden User in beiden Fällen unfassbar viel ihrer Zeit, aber auch oft die Zeit der Kolleginnen und Kollegen, bis ein sauberes Ergebnis mit gesicherten Informationen endlich vorliegt. Diese Herausforderung kann man nur lösen, wenn Anwender aktuelle Inhalte immer direkt finden. Das Ziel ist, dass Anwender nie wieder ihre Zeit mit der Suche nach Inhalten in dem Dokumentenchaos bzw. nach aktuellen Informationen und dem anschließenden Updaten von veralteten Inhalten verschwenden müssen. Und genau das schafft Empower Content Enablement. Wir schaffen das, indem wir eine Bibliothek bereitstellen, die als Quelle der Wahrheit agiert und direkt von dort erreichbar ist, wo die Inhalte erstellt werden, in Microsoft Office. Erstens können Anwender direkt aus PowerPoint, Word oder Excel darauf zugreifen und haben die benötigten Inhalte somit immer direkt in ihrem Workflow. User werden aktuelle Inhalte, die bequem im Arbeitsworkflow liegen, immer den teils veralteten Inhalten vorziehen, die unbequem auf Drittspeicherorten außerhalb des Workflows gesucht werden müssen. Zweitens gibt es eine Google-ähnliche Suche, um sich blitzschnell auch durch riesige Datenbestände zu navigieren und gesuchte Inhalte immer direkt zu finden. Das bedient jedermanns Wunsch und unser tägliches Verhalten in der Anwendung eines einfachen Suchmechanismus, der Ergebnisse liefert, auf die man sich verlassen kann.
Und nicht zuletzt hilft die Lösung dabei, den Datenbestand durch verschiedenste Mechanismen kinderleicht aktuell zu halten, damit veraltete Inhalte endgültig passé sind. Und das führt dazu, dass ein Dokumentenchaos gar nicht erst auftreten kann. Gehen wir zu Thema Nummer 1 und machen zunächst eine kleine Einführung. Schauen Sie sich das Start-Ribbon hier mal genauer an. Da sehen Sie eine Bibliothek, die prominent im Start-Ribbon von PowerPoint platziert, für alle User bereitsteht. Ein Klick genügt und sie öffnet sich. Sie ist so einfach aufgebaut, dass jeder User sie sofort versteht. Denn sie ähnelt dem Windows Explorer, einer Oberfläche, die jeder PC-User zu 100% mehrere Male verwendet hat und sich deshalb über die grundlegenden Prinzipien bereits im Klaren ist. Die Ordnerstruktur links mit Ordnern, die Unterordner beinhalten können, und in die Ordnerstruktur werden Inhalte thematisch oder nach Unternehmensbereich, nach Sprache oder eben nach sonstigen Kriterien einsortiert, die dann beim Anklicken eines Ordners in der Mitte des Fensters visualisiert werden. Hier können Sie zum Beispiel PowerPoint-Dateien sehen und im Vergleich zur Aufbewahrung auf herkömmlichen Speichermedien, wie zum Beispiel einem Netzlaufwerk oder dem SharePoint, ist hier auch direkt gekennzeichnet, ob es sich um eine Präsentation handelt oder nur um eine einzelne Folie. Die Präsentation ist an einem solchen Zeichen erkennbar. Was im Vergleich zu einer auf dem Laufwerk oder SharePoint gespeicherten Datei ebenfalls neu ist, ist, dass Sie ganz einfach in die Präsentation hineingehen und sich die einzelnen Folien vorab anschauen können. Sie müssen also nicht mehr wie sonst die gesamte Datei erst in einem neuen Tab Ihres Browsers öffnen oder sie herunterladen und dann in PowerPoint öffnen, um dann erst sehen zu können, welche Folien sich wirklich in dieser Präsentation verbergen, beziehungsweise ob diejenige, die Sie gerade suchen, wirklich dabei ist. Einzelne Folien erkennen Sie dann an diesem Zeichen hier, damit auch keine Verwechslungsgefahr zwischen Präsentation und Einzelfolien besteht, und User wissen dann auch zugleich immer, ob sie sich auf der Präsentations- oder auf der Folienebene bewegen. Wenn ich jetzt gerade nicht lesen kann, was auf den Folien steht, dann gibt es auch noch eine Vorschauansicht und ich kann mir die Folie eben dann auch größer anzeigen lassen über verschiedenste Zoomstufen bis hin zur gezoomten Großansicht, sodass ich selbst die Fußnote auf der Folie lesen kann. Ich kann mich jetzt entscheiden. A, ich möchte die gesamte Präsentation öffnen, um sie direkt wiederzuverwenden oder um sie vielleicht noch mit weiteren Inhalten anzureichern. In diesem Fall wähle ich Präsentation öffnen und die Präsentation öffnet sich dann in einer neuen PowerPoint-Instanz. Oder B, und das wird der wesentlich häufigere Fall sein, ich möchte nicht die gesamte Präsentation verwenden, sondern nur einzelne Folien daraus. Per Doppelklick fügt sich der Inhalt, sprich eine Folie, in meine aktuelle Präsentation ein und ich kann diese Folie somit direkt verwenden. Genauso einfach funktioniert das in Microsoft Word. Auch hier ist die Bibliothek verfügbar und beinhaltet hier eben nicht Präsentationen und Folien, sondern Word-Dokumente. Und das kann zum einen eine Vorlage sein. Bei Bedarf kann die Software auch dafür sorgen, dass die Vorlage automatisch mit den richtigen Daten befüllt wird, so wie Sie es hier gerade sehen. Oder Sie suchen genauso nach Inhalten, die dann direkt verwendet werden können und können diese auch direkt öffnen. Auch in Microsoft Excel finden Sie die Content Enablement Bibliothek, eben mit den dann benötigten Excel-Dateien, zum Beispiel Management-Übersichten, Reporting-Grundlagen und vielem mehr. Auch hier kann ein benötigter Inhalt durch einen Doppelklick direkt geöffnet und dann sofort verwendet werden. Die gute Nachricht für diejenigen, die sich jetzt fragen, ob die Dateien wirklich alle in der Bibliothek gespeichert sein müssen oder auch von einem SharePoint Online bzw. Microsoft Teams stammen können, ja, das geht auch. Denn viele Unternehmen haben bereits einen Fundus an Dateien, der auf den genannten Plattformen aber nur schwer überblickbar ist, was oft in Situationen endet, wie eingangs beschrieben, und wünschen sich deshalb einen einfacheren Zugriff darauf. Hier haben Sie einen eingehangenen SharePoint und ich kann jetzt ganz bequem über die Bibliothek darauf zugreifen. Hier sind alle meine Dateien, die ich vielleicht brauche, und ich kann mir hier ebenfalls auf der Folienebene, was auf dem SharePoint wie gesagt nicht möglich ist, ganz einfach anschauen, welche Inhalte hier liegen und ob ich Einzelfolien davon verwenden kann bzw. will. Gehen wir zu Thema Nummer 2, der Suche von Inhalten, von denen man jetzt eben nicht weiß, wo diese genau zu finden sind. Wir glauben, dass die Suche nach Microsoft Office-Dokumenten genauso einfach und komfortabel sein sollte wie die Verwendung von Google für die Suche im Web. Und daher haben wir eine leistungsfähige, Google-ähnliche Volltextsuche implementiert, die wir uns jetzt gemeinsam anschauen wollen. Gehen wir einmal zurück zu PowerPoint, denn hier haben wir sinnvollerweise auch Einzelfolien, die gerne wiederverwendet werden. Und deshalb machen PowerPoint-Dateien auch oft den größten Teil des Chaos bzw. auch in einer solchen Bibliothek oft den Löwenanteil des Datenbestands aus.
Nehmen wir einmal an, wir wollten eine Referenzfolie auf Deutsch finden, wissen aber nicht mehr genau, wo sie ist und haben auch wenig Lust, uns jetzt hier links durch die Ordnerstruktur zu klicken, weil wir auch gar nicht genau wissen, in welchem Ordner sich denn jetzt der gesuchte Inhalt eigentlich befindet. Wir klicken in das Eingabefeld der Suche und können hier nun einen Suchbegriff eingeben. Wir bestätigen mit der Enter-Taste und sehen nun, dass die verschiedenen Ergebnisse mittig im Bibliotheksfenster angezeigt werden. Falls Sie sich jetzt fragen, wie das funktioniert, kurze Erklärung. Wenn Sie Dateien in Empower speichern, dann speichert Empower nicht einfach nur eine Datei, sondern Empower beinhaltet einen Index, der alle Inhalte auf einer Folie als Einzelobjekt gespeichert hält. Also was steht auf der Folie, sprich jedes einzelne Wort, was steht in den Notizen und in den Kommentaren, wie ist der Dateiname der Folie, was sind die Metadaten der Folie, hat die Folie ein oder mehrere Tags und so weiter. Sprich, Sie können nach all diesen Kriterien suchen und werden die gewünschte Folie dann auch finden. Der klassische Fall ist, dass man nach einem Wort sucht, das der eigenen Meinung nach auf der gesuchten Folie steht. Denn meistens hat man ja irgendeine Folie im Kopf und weiß ungefähr, was draufsteht. So finden Sie passende Inhalte einfach und schnell. Und wer sich jetzt fragt, ob genau das nicht auch einfach so mit der Suchfunktion auf einem SharePoint oder Netzlaufwerk geht, nein, das geht nicht. Einfach mal selbst ausprobieren und versuchen, eine einzelne Folie innerhalb einer Präsentation mit der Suchfunktion von diesen beiden Medien zu finden, wenn Sie sich da gerade unsicher oder anderer Meinung sind. Auf Netzlaufwerken warten Sie Ewigkeiten, bis eine Suche durchgelaufen ist und bekommen dann eine lange Liste von Suchergebnissen auf Dateiebene, aber nicht auf Folienebene. Und dann müssen Sie eine Datei öffnen und manuell überprüfen, ob die gesuchte Folie darin zu finden ist. Und wenn Sie das tun, dann bleibt Ihre Suche mit den Suchergebnissen leider nicht bestehen, sondern muss, wenn Sie die gewünschte Folie innerhalb der Präsentation nicht gefunden haben, erneut ausgelöst werden und dann müssen Sie erneut warten. Und auch auf einem SharePoint bleibt man bei der Suche immer auf der Präsentationsebene stehen und kann ohne das Öffnen und ohne das manuelle Durchsuchen einer Datei nicht bestimmen, ob die gewünschte Folie wirklich in der Datei enthalten ist oder nicht. Sprich, Empower vereinfacht das durch die Suche auf Folienebene sehr stark und Sie können auch gleich in den Filtermöglichkeiten angeben, dass Sie nach einer Folie suchen, dann ersparen Sie sich die Anzeige von Präsentationen in den Suchergebnissen und suchen deshalb direkt auf dem richtigen Level. Aber damit jetzt nicht genug, denn wir wollen in diesem Beispiel eine deutsche Präsentation erstellen und können deshalb keine englischen Inhalte gebrauchen, also raus mit den englischen Inhalten und nur die deutschen bleiben übrig. Sie brauchen die Sprache einer Unterlage beim Speichern übrigens nicht selbst auszuwählen, denn Content Enablement erkennt die Sprache automatisch und verpasst jeder Datei eine entsprechende Sprachkennzeichnung in Form einer solchen kleinen Länderflagge, sodass Sie einfach nur noch filtern müssen und immer direkt sehen, in welcher Sprache eine Folie bzw. eine Präsentation verfasst ist. Jetzt habe ich die Wahl. Entweder die gesuchte Folie lacht mich schon direkt an und ich füge sie in meine Präsentation ein, oder ich bin mir noch nicht sicher, welche die richtige ist, dann habe ich verschiedene Möglichkeiten. Ich kann natürlich hier auch wieder zoomen und mich vergewissern. Ich kann auch eine andere Darstellungsweise wählen und dann nach dem Erstellungsdatum sortieren. So weiß ich dann ganz schnell, was die neueste Unterlage ist. Und wenn ich den Inhalt gefunden habe, dann füge ich ihn einfach zu meiner bestehenden Unterlage hinzu und bin fertig. Das Gleiche findet genauso in Word und Excel statt. Beispiel in Word. Sie sind Verkäufer und suchen eine schicke Vorlage, um ein Angebot zu erstellen. Kein Problem, Sie suchen einfach nach der Angebotsvorlage mit Hilfe der Suche, finden dann auch das benötigte Dokument, können es mit einem Doppelklick öffnen und sind direkt in der richtigen Datei. Man kann die Bibliothek auch einfach über einen Browser betreten und hier sind dann alle Inhalte kombiniert aus PowerPoint, Word und auch Excel verfügbar. Und man kann auf alles zugreifen und natürlich auch genauso suchen, um benötigte Dateien ebenso schnell zu finden. Und über die Office Mobile Apps können die Dateien dann geöffnet und, soweit das eben mit einem Tablet möglich ist, dann natürlich auch bearbeitet werden, wie jede andere Präsentation oder jedes andere Word-Dokument bzw. jede andere Excel-Kalkulation auch. So, nun haben Sie gesehen, dass Sie mit Content Enablement super schnell und einfach Office-Dateien für alle User zur Verfügung stellen bzw. auch einfach durchsuchbar machen können, sodass jede Person, die Google halbwegs unfallfrei bedienen kann, hiermit auch die Dateien finden kann, auf die es gerade ankommt. Wir haben jetzt aber das grundsätzliche Problemfeld noch nicht gelöst und das interessiert Sie ja jetzt, weil sonst wird der Einsatz der Lösung für Sie auch kein Erfolg. Wie stellen Sie jetzt konkret sicher, dass Anwender sich auf die Suchergebnisse auch wirklich verlassen können? Wir schauen uns dazu einmal den Prozess von vorne an, um ihn komplett zu verstehen.
Stellen Sie sich vor, Sie führen jetzt gerade die Software ein, Sie bekommen die Software von uns und dann, ja, was eigentlich? Sie legen zuerst fest, welche Inhalte in Empower selbst gespeichert werden und welche nicht. Denn, und das trifft auf fast alle unsere Kunden zu, die Bibliothek ist nicht ein Speicherort für alle Dateien, die Sie haben. Denn viele Unternehmen haben sich ja auch schon für Teams oder SharePoint Online als strategischen Speicherort entschieden. Und das ist ja auch völlig richtig so. Nutzen Sie es bitte weiter. Die Bibliothek muss auch nicht der Speicherort für alle Dateien sein, um die Datenintegrität zu gewährleisten. Wie das funktioniert, dazu kommen wir später noch. In der Bibliothek direkt gespeichert werden in jedem Fall die Bausteine, die alle User immer wieder verwenden, um damit neue Dokumente zu erstellen. In PowerPoint beispielsweise Vorlagen für Preisfolien, Referenzfolien, Business Cases, generische Themenübersichten, Produktpräsentationen, Firmenpräsentationen und so weiter. Sie haben sicher noch unternehmensspezifische Inhalte, die Sie jetzt auch noch dazu zählen würden und das ist auch genau richtig so. In Word Briefvorlagen, Vertragsvorlagen, Angebotsvorlagen, Handbücher, technische Abhandlungen etc. In Excel klassisches Reportwesen oder Aufstellungen, an denen viele Leute arbeiten bzw. die viele Leute im Unternehmen brauchen. Genau diese Dateien speichern Sie in der Bibliothek, damit diese Bausteine immer in aktueller Form vorliegen und User somit auch immer auf die aktuellen Inhalte zugreifen, wenn sie etwas Neues erstellen. Das Speichern von Dateien in der Bibliothek ist sehr einfach. Sie öffnen ein Dokument, beispielsweise Ihre Unternehmenspräsentation oder eine Word-Angebotsvorlage oder was auch immer Sie möchten, klicken dann über den Bibliothek-Split-Button auf Speichern unter und wählen dann den passenden Speicherort aus. Also im Prinzip so wie in einem Windows-System bekannt. Das kennt jeder User in- und auswendig und die Datei wird nun in die Bibliothek hochgeladen und steht dann für alle Anwender zur Verfügung. Stellen Sie sich vor, die Datei lag nun einige Wochen bzw. Monate dort in der Bibliothek und wurde von Anwendern auch eifrig genutzt und für eigene Zwecke verwendet. Nun ist es aber an der Zeit für ein Update, denn die Anzahl der Mitarbeiter in Ihrem Unternehmen hat sich inzwischen verändert und in dieser Situation treten jetzt normalerweise folgende Probleme auf. Wie viele Versionen der Zahlen- und Faktenfolie haben wir eigentlich mittlerweile im Unternehmen? Und wo liegen die alle? Und wie können wir sicherstellen, dass alle Versionen davon auch wirklich aktualisiert werden? Denn manche sind ja gar nicht in unserer Kontrolle. Manche sind ja vielleicht auf den PCs der User gespeichert oder an Speicherorten, an die wir jetzt erstmal so gar nicht herankommen. Und wie stellen wir sicher, dass diese Aktualisierung jeder mitbekommt und Leute nicht wieder eine alte Version nutzen, weil sie nicht wussten, dass es eine neue gab? Wir machen das jetzt mal fachmännisch und lassen die Software ihre volle Wirkung erfallen. Schritt 1. Wir springen über diese Funktion hier direkt zu dem Speicherort der Folie in der Bibliothek. An dieser Folie sehen Sie jetzt dieses rote Symbol hier. Das bedeutet, dass es sich hierbei um die Ursprungsfolie handelt, sprich das Original. Dieses Original hat die Eigenschaft, dass es innerhalb der Empower-Bibliothek verlinkte Kopien haben kann. Und, Sie können es schon erahnen, die verlinkten Kopien folgen den Veränderungen, die auf dem Original vorgenommen werden. Mit einem Rechtsklick auf das Original können wir uns schon mal vergewissern, wann wurde es zuletzt geupdatet. Es gibt aber hier auch einen Versionsverlauf, der die derzeitige und alle früheren Versionen der Folie anzeigt. Und jeder Autor kann deshalb problemlos mitverfolgen, was andere getan haben, weil eben angezeigt wird, welche Person wann was getan hat. Wenn ich einen visuellen Vergleich von alt und neu haben möchte, dann bietet die Software diesen an. Und ich kann über ein Highlighting dann auch genau sehen, was auf der derzeitigen Version der Folie gegenüber der früheren Version bzw. früheren Versionen jetzt konkret neu ist. Nachdem wir uns jetzt darüber vergewissert haben, was für eine Version wir eigentlich vor uns haben und was daran zuletzt verändert wurde und durch wen, wollen wir natürlich wissen, wie viele Varianten, sprich verlinkte Kopien, es von dieser Folie in der Empower-Bibliothek jetzt gerade noch gibt. Darüber können wir uns vergewissern, indem wir uns die Update-Verbünde anschauen. Hier sehen Sie jetzt ganz einfach, was das Original ist und was die verlinkten Kopien, wo Original und verlinkte Kopien liegen und ob Original und verlinkte Kopien auf dem gleichen Stand sind oder nicht. Und mehr noch. Mit einem Klick können alle veralteten Versionen auf den Stand des Originals gebracht werden und Sie sind in einer Sekunde mit dem Updaten aller identischen Inhalte in der Bibliothek fertig. Vergessen nichts und bieten somit 100% akkurate Inhalte für alle Anwender an jedem Speicherort in der Empower-Bibliothek an. Sprich, volle Transparenz und gleichzeitig maximale Effizienz und User können sich deshalb auch auf den Bibliotheksinhalt verlassen und müssen sich nicht jedes Mal fragen, ob ein Inhalt aus der Bibliothek wirklich aktuell ist oder nicht.
Also, wie vermeiden wir das Veralten von Inhalten auf Speicherorten wie Laufwerken, Teams oder SharePoints? Mit Updates. Wie funktioniert das? Wenn Sie eine Unterlage mit Inhalten öffnen, die ursprünglich aus der Bibliothek stammen und mittlerweile veraltet sind, dann bekommen Sie eine sogenannte Update-Meldung. Diese Meldung zeigt an, dass der Inhalt eines Dokuments im Vergleich zu dem ursprünglichen Pendant in der Empower-Bibliothek mittlerweile veraltet ist. Das schafft die Software, indem jedem Dokument, das aus der Empower-Bibliothek stammt, eine ID gegeben wird und anhand dieser ID kann Empower zum Beispiel eine Folie wiedererkennen. Anschließend wird geprüft, ob das Speicherdatum in der in PowerPoint geöffneten Datei oder das Speicherdatum des Pendants in der Bibliothek neuer ist. Wenn das Speicherdatum des Pendants in der Bibliothek neuer ist, dann ist klar, dass die in PowerPoint geöffnete Folie von dem anderen Speicherort bzw. die geöffneten Folien veraltet sind und geupdatet werden müssen. Und dann wird, wie Sie hier sehen, im Rahmen dieser Update-Benachrichtigung die neue Version aus der Bibliothek angeboten. User können, wie bei dem Versionsverlauf, auch hier vergleichen, welche Unterschiede es zwischen alt und neu gibt, damit alle Veränderungen vorher transparent sind. Und dann können User entscheiden, möchte ich dieses Update nun annehmen oder nicht. Der Fall, dass man das nicht möchte, könnte zum Beispiel dann bestehen, wenn es sich bei der alten Unterlage um Archivware handelt, die durch ein Update eben nicht verändert bzw. zerstört, müsste man ja eigentlich sagen, werden würden, wenn das Update quasi einfach stur durchgeführt werden würde und der User nicht gefragt würde. In der Regel werden User aber sehr dankbar sein, auf OK klicken und die alten Folien dann automatisch gegen die neuen Varianten aus der Bibliothek austauschen lassen, um ohne eigenes Zutun und ohne Zeitverlust in Sekundenschnelle auf dem neuesten Stand zu sein und unterbrechungsfrei direkt mit den aktuellen Informationen weiterarbeiten zu können. Updates funktionieren auch bei Word-Dokumenten. Gleiche Situation, wir öffnen das veraltete Word-Dokument, das seit Monaten irgendwo herumliegt und bekommen ebenfalls eine Update-Meldung, die uns über Neuerungen informiert. Nach der Annahme sehen wir, dass die neuen Inhalte automatisch in das Word-Dokument eingespielt werden und somit ist auch dieser Angebotstext, Vertragstext oder welche wichtigen Inhalte sich in Ihren Dokumenten eben regelmäßig verändern, stets auf dem neuesten Stand und das Dokument kann ohne Bedenken direkt verwendet werden. Sie sehen also, es gibt nicht mehr den Fall, dass User erst prüfen müssen, ob sie wirklich die aktuelle Version eines Dokuments verwenden, sondern Aktualisierungen geschehen automatisch und somit ist die Datenintegrität stets gewährleistet. Wie viele komplexe Dokumente erstellt Ihr Unternehmen jeden Tag? Und wie viele davon sind vermutlich mangelhaft und werden regelmäßig mit der Außenwelt geteilt? Eins ist sicher. Die Verwendung solcher Dokumente hilft keinem Unternehmen dabei, seine Umsätze, sein Image oder das von seinen Geschäftspartnern entgegengebrachte Vertrauen zu steigern. Diese Herausforderung kann man nur lösen, indem man es Usern ermöglicht, professionelle, komplexe Dokumente ganz einfach und in kürzester Zeit zu erstellen. Sprich, nie wieder sollen sich Anwendende zwischen der Qualität eines zu erstellenden Dokuments und ihrer eigenen Effizienz entscheiden müssen. Wir schaffen das, indem wir den Erstellungsprozess von Office-Dokumenten wie PowerPoint-Präsentationen oder Word-Dokumenten automatisieren. Und das sieht konkret so aus, dass User zur Erstellung eines Dokuments einfach eine Form ausfüllen. Wir nennen diese Form Wizard, weil sie schematisch ähnlich agiert wie ein Installationswizard bei der Installation einer Software auf dem PC. Und dieser Wizard ist je Dokument individuell eingestellt und führt User dann eben durch alle Optionen und Eventualitäten bei der Erstellung eines komplexen Dokuments. Also, wir öffnen die Bibliothek und sehen hier eine Präsentationsvorlage, die automatisiert ist. Und für dieses Video haben wir die Erstellung einer klassischen Unternehmenspräsentation gewählt, damit sich jeder Zuschauer zum Einstieg auch gut wiederfinden kann. Wenn wir jetzt mit einem Linksklick doppelt auf die Präsentation klicken würden, dann würde die Automatisierung direkt mit dem vorhin angesprochenen Wizard beginnen. Und das schieben wir noch einen Moment nach hinten, denn ich möchte Ihnen im Vorfeld zunächst den Aufbau einer solch automatisierten Unterlage erklären, damit Sie den Automatisierungsvorgang danach besser nachvollziehen können. Machen wir daher zuerst einen Rechtsklick auf diese Präsentation und schauen uns das sogenannte Automation Template an. Hier sehen Sie jetzt erstmal ganz viele Folien und das Ganze wirkt auf den ersten Blick erstmal so, als wäre es eine ganz herkömmliche PowerPoint-Präsentation. Auf der ersten Folie finden Sie einen Platzhalter für einen Anlass. Unternehmenspräsentationen werden ja oft zu einem bestimmten Anlass gehalten, zum Beispiel auf Events vor Publikum. Und in dem Automation Wizard, den wir uns gleich anschauen, werden Sie die Möglichkeit sehen, dass wir einen Anlass für diese Präsentation in ein dafür vorgesehenes Textfeld eintragen und dann kommt dieser Text genau in diesen Platzhalter hier.
Im Folgenden sehen Sie jetzt klassische Inhalte für eine solche Präsentation, sprich Zahlen und Fakten, Standorte, Referenzen, was halt so dazugehört. Und wir haben gleich im Wizard die Möglichkeit, zwischen einer kurzen und einer langen Version der Unternehmenspräsentation zu wählen. Die gerade genannten Bestandteile gehören dabei zur Kurzversion. Die lange Version beinhaltet darüber hinaus noch ein Mission Statement, Angaben zur Historie und Marktdaten. Und da können wir gleich eben auch auswählen, welche Inhalte davon wir zusätzlich in der langen Version haben wollen und welche nicht. Wenn wir jetzt noch weiter scrollen, sehen Sie, dass alle Folien auch nochmal auf Deutsch hinzugefügt wurden. Und deshalb hätten wir auch gleich die Möglichkeit, in dem Wizard uns für die englische oder eben für die deutsche Unternehmenspräsentation zu entscheiden. So, Kurzüberblick beendet. Wir schließen das und starten jetzt mit einem Doppelklick die automatisierte Präsentationserstellung. Und der Wizard startet und hier können wir jetzt die entsprechenden Angaben machen bzw. Auswahlen treffen. Wir wollen erstens eine englische Präsentation erstellen. Dann tragen wir den Titel ein, zum Beispiel Event XYZ. Wir wollen natürlich nicht die kurze Version der Präsentation, das wäre jetzt zu langweilig, sondern wir wollen die lange, aber inklusive der Historie und der Marktdaten. Und das Mission Statement wollen wir aber nicht, damit Sie gleich auch mal prüfen können, dass das Mission Statement wirklich nicht mit hineingekommen ist in die Präsentation. Jetzt klicken wir einfach auf Erstellen und der Prozess nimmt seinen Gang. Sie sehen, die Präsentation ist fertig. Auf Englisch, inklusive aller benötigten Inhalte, außer dem Mission Statement, das wollten wir für diese Präsentation nicht haben. Lassen Sie uns ein kurzes Zwischenfazit ziehen. Erinnern Sie sich an die Hürden bei der Erstellung komplexer Dokumente, die wir zu Beginn dieses Videos besprochen haben. Diese Hürden gibt es nicht mehr. Kein lästiges Suchen nach der richtigen Vorlage. Die wird durch die Software automatisch angewendet. Kein Suchen von Inhaltsbausteinen im Datenchaos. Alle benötigten Inhaltsbausteine sind ja schon in der Vorlage. Kein Prüfen und langwieriges Updaten von veralteten Inhalten, denn die Inhalte in der Vorlage sind ja stets aktuell. Kein Rätselraten über die Reihenfolge von Inhalten, denn die Reihenfolge ist fest eingestellt durch die Software. Kein Suchen nach Feldern für manuell einzutragende und obligatorische Zusatzinformationen, denn diese Felder sind im Wizard ja klar erkennbar. Und kurze Informationen noch hierzu. Es kann hier auch eingestellt werden, dass die Unterlage gar nicht erstellt werden kann, solange nicht alle obligatorischen Felder in dem Wizard ausgefüllt sind. So stellen Sie dann eben auch sicher, dass User geforderte Informationen auch wirklich eintragen und da nicht geflissentlich drüber hinwegsehen. Und es gibt null Formatierungsarbeiten, weil alle Inhalte eben automatisch einheitlich in der richtigen Vorlage dargestellt werden. Wie einfach kann so ein Wizard grundsätzlich eigentlich angepasst bzw. eingestellt werden? Denn das darf für Sie ja nicht kompliziert sein, damit Sie das perspektivisch eben selbst erledigen können und eben nicht andauernd abhängig sind von einem technischen Kollegen aus Ihrem Hause bzw. uns dann als Anbieter. Und darum schauen wir uns jetzt noch kurz an, wie man die Einstellungen an der Form, an dem Wizard vornimmt, die die Anwender dann bei der Erstellung eines Dokuments auszufüllen haben. Das geht nämlich super einfach. Sie klicken hier einfach auf Automation Designer und dann auf die Schaltfläche Wizard Designer. Hier sehen Sie jetzt, wie einfach zum Beispiel eine neue Frage zu dem bestehenden Wizard hinzugefügt werden kann. Sie klicken dafür einfach auf Neue Frage hinzufügen. Anschließend bekommen Sie verschiedene Auswahlmöglichkeiten, also soll eine Ja- oder Nein-Frage hinzugefügt werden oder ein Feld, in das User Text eingeben müssen oder soll es eine Single- oder Multiple-Choice-Frage sein, also verschiedenste Möglichkeiten. Und wir nehmen hier jetzt einfach mal ein Feld, in das User aktiv Text hineinschreiben sollen. Und hier legen Sie jetzt fest, wie die Benennung der Frage ist, also das Thema, zu dem gefragt wird. Und dann kommt die Frage selbst, die schreiben Sie hier hinein. Und dann können Sie noch festlegen, ob diese Frage obligatorisch ist oder nicht, sprich, ob sie zwingend ausgefüllt werden muss, damit das Dokument überhaupt erzeugt werden kann oder eben nicht. Wenn Sie fertig sind, schließen Sie einfach den Wizard Designer. Und alle Anwender erstellen ab diesem Zeitpunkt die jeweilige Unterlage genauso, wie sie es eben vorgegeben haben. So, das war's mit PowerPoint. Springen wir zu Microsoft Word. Denn gerade hier gibt es ja unzählige Anwendungsfälle für eine Automatisierung. Und für dieses Video wollen wir uns das natürlich auch anschauen und haben hier auch einen sehr klassischen Fall gewählt, nämlich den Vertragsentwurf. Wir öffnen wiederum eine Vorlage aus der Bibliothek und auch hier startet der Wizard. Und hier können User jetzt festlegen, was zum Beispiel in diesen Vertrag hinein soll. Bei uns als Softwarehersteller sind das selbstverständlich Softwarelösungen. Wir wählen nun die Lösungen aus, die das Kundenunternehmen bestellen möchte.
Und wichtig, je nach ausgewählter Lösung ist bei uns auch ein Einrichtungspaket nötig, damit die Software in einigen Bereichen eben auf die individuellen Kundenanforderungen zugeschnitten werden kann. Ein klassisches Beispiel bei uns dafür wäre, dass bei der Software Brand Control natürlich das Corporate Design, also das Branding des Kunden, integriert werden muss, weil die Software es ja sonst nicht widerspiegeln und ihren Nutzen nicht erfüllen würde. Und genau diesen Baustein, also ein Einrichtungspaket zu der Software Brand Control, werden Sie unter anderem gleich in dem Dokument wiederfinden, was wir jetzt automatisiert erzeugen, auch wenn wir hier gar nicht aktiv ein Einrichtungspaket ausgewählt haben. Es handelt sich dabei nämlich um Abhängigkeiten, die Sie festlegen können. Sprich, wenn User etwas auswählen, in diesem Fall eine bestimmte Softwarelösung, dann soll automatisch ein zugehöriger Inhalt an eine bestimmte Stelle in dem Dokument platziert werden. Also in diesem Fall das zugehörige Einrichtungspaket. Auch sowas ist mit der Software möglich. In dem Vertrag muss dann auch noch stehen, wie viele Lizenzen das Kundenunternehmen haben möchte. Na klar. Und was die Kosten. Auch selbstverständlich. Das tragen wir jetzt hier in diese Felder ein. Und zum Abschluss wollen wir noch das formale Vertragswerk haben, das die Nutzung der Software regelt. So, das war's schon wieder. Auch hier klicken User am Ende einfach auf Erstellen und den Rest macht die Software automatisch. Unser Dokument ist jetzt fertiggestellt, kann sofort bedenkenlos verwendet werden. Es sind alle benötigten Informationen im aktuellen Design auf aktuellem Stand enthalten. Hier sehen Sie auch das Einrichtungspaket zu der Lösung Brand Control, wie vorhin besprochen. Dahinter kommt jetzt die Preistabelle, die die von uns soeben eingetragenen Zahlen beinhaltet. Und zum Schluss haben wir dann eben das Vertragswerk mit den üblichen Regularien. Fertig. Zusammenfassung. In dieser Demo haben Sie gesehen, wie Anwender aktuelle Inhalte immer direkt finden und warum Sie nie wieder Ihre Zeit mit der Suche nach Inhalten in dem Dokumentenchaos bzw. nach aktuellen Informationen und dem anschließenden Updaten von veralteten Inhalten verschwenden müssen. Und Sie haben auch gesehen, wie Sie die Datenintegrität von Office-Dokumenten mithilfe der Software gewährleisten können. Wenn Sie nun wissen wollen, wie die Einführung in Ihrem Unternehmen funktioniert, dann sprechen Sie uns gerne an. Wir schauen uns Ihre Herausforderungen an, bringen die Herausforderungen und den Lösungsweg für Sie auf den Punkt und erarbeiten dann mit Ihnen ein Konzept zur Umsetzung, damit Sie in kürzester Zeit mit Empower eine Quelle der Wahrheit für Ihren Microsoft Office Content bereitstellen können, damit Ihre Anwender nur noch Dokumente erstellen, auf die Ihre Geschäftspartner sich auch wirklich verlassen können. Wir freuen uns auf das Gespräch mit Ihnen. Haben Sie noch einen schönen Tag und bis dann. Tschüss!